Lange bevor der erste Mensch erschien, war die Erde schon bewohnt. Es lag nahe, dass ein gewisses Etwas eine auserlesene Struktur vorbereitet hat, fein abgestimmt, um Leben zur Blüte zu bringen. Es dauerte Milliarden von Jahren und viele Mutationen sowie Anpassungen, bis wir anfingen, den Planeten zu begehen. Unsere Vorfahren waren von der Natur um sie herum und besonders über ihnen erstaunt und versuchten schon bald, die Sachverhalte zu verstehen, die heute noch so relevant zu sein scheinen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was mache ich hier? Und ist da irgendetwas jenseits von dem, was meine Augen sehen? Wir haben eine natürliche Neigung nachzuforschen, auszukundschaften und zu hinterfragen. Unzählige Versuche wurden unternommen, um Antworten über unser Dasein zu erhalten, von Nord bis Süd, von Ost bis West. Aber das erworbene Wissen wurde bald zum Synonym für Macht, umstritten durch gewalttätige Kämpfe und unzählige Kriege. Es dauerte nicht lange, bis sich das Wissen fragmentierte, jedes Teil für sich allein als das einzig Wahre betrachtet und oftmals der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Die Menschen haben das Wissen unterteilt in die Begriffe Religion, Philosophie und Wissenschaft. Religiöse klagten Wissenschaftler an, besessen zu sein. Wissenschaftler klagten Philosophen an, naiv zu sein. Und Philosophen klagten Religiöse an, unvernünftig zu sein. Und dieser Streit dauert noch immer an. Von Zeit zu Zeit treten Wesen an unterschiedlichen Punkten des Planeten hervor, welche ihrer Epoche voraus zu sein scheinen und versuchen, diese drei großen Standpunkte des Wissens einander näher zu bringen. Ein neuerer Vorschlag wurde im Frankreich des 19. Jahrhunderts von Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail initiiert. Zu dieser Zeit waren die Theater und Konzertsäle Europas und Amerikas mit Aufführungen beschäftigt, bei denen angeblich Tische von den Geistern verstorbener Menschen bewegt wurden. Rivail erkannte, dass dort etwas Bedeutendes passieren könnte. Ist es möglich, Menschen zu befragen, welche schon tot sind? Wenn so etwas in breitem Umfang, mit wissenschaftlicher Genauigkeit und edlem Zweck getan würde, dann könnte dies für die Menschheit auf der Erde noch nie dagewesene Lernbereiche eröffnen. Zuerst skeptisch über diese Möglichkeit kam Rivail auf die Idee, gleiche Fragen an diverse Medien zu stellen, also an Menschen, welche von sich behaupteten, von den Geistern gelenkt zu werden. Diese Medien durften einander nicht kennen, weder in der Nähe voneinander leben, noch den Zweck der Untersuchung verstehen. Dieser Prozess würde durch die Tatsache legitimiert, dass es zu dieser Zeit Wochen oder sogar Monate dauerte, bis die Briefe mit den Fragen zwischen den verschiedenen Ländern befördert waren. Gibt es Leben nach dem Tod? Können wir auf Erden wieder geboren werden? Ist es möglich, mit denen zu kommunizieren, welche gestorben sind? Warum gibt es Bösartigkeit, Ungleichheit? Wie wird das Leben sein in Zukunft? Wie erlangt man Glückseligkeit als Individuum und als Gesellschaft? Wie wird die Welt aussehen, wenn wir wissen, dass wir beides sind, sowohl materielle als auch geistige Wesen? Diese und viele andere Fragen wurden im Das Buch der Geister gesammelt, welche in dieser Serie behandelt werden. Dieses Wissen ist für Freidenker gedacht, da es keine Exklusivität oder Hierarchien vorschlägt und weder Anführer noch Dogmen hat. Ein neues Paradigma, welches weiterentwickelt und aktualisiert wird, zusammen mit den wissenschaftlichen Entdeckungen und philosophischen Ansichten und welches nicht unsere rationale Suche nach der ersehnten Wiederverbindung mit der Schöpfung beiseite lässt. Und du? Was denkst du darüber? Unsere Reise beginnt gerade erst. Denk also daran, die Beschreibung des Videos für weiteres Studienmaterial zu lesen. Bleib gespannt für kommende Episoden. Bis bald.